Spirit und ich sind uns jetzt ein bisschen näher gekommen. Das heißt, jetzt geht es langsam darum, um dieses mehr Anfassen, Hufe geben, dass wir ihn einfach bearbeiten können. Und ich habe ja schon aus der Ferne viel angefangen mit Berühren, mit einem langen Stöckchen. Und jetzt will ich eben das Gleiche auch mit einem kurzen Stöckchen machen. Er ist jetzt ein bisschen skeptisch, weil wir auch wieder zu zweit sind und wir ein bisschen was vorhaben. Da schaut er da manchmal noch mal ein bisschen verwundert. Gut, genau. Das heißt, dass ich jetzt mit einem kurzen Stöckchen dran bin, bin ich ja ihm einfach schon ein bisschen näher. Was nochmal die Vorbereitung super dafür ist, dass ich mit der Hand hingehe. Das Stampfen, was man jetzt gerade gesehen hat, wird auch wirklich weniger. Genau. Aber ich möchte, dass es wirklich für ihn okay ist, dass ich da hingehe. Deshalb übe ich das ganz viel. Brauche ich auch wirklich ein bisschen Zeit, weil er hat ein bisschen ein Thema, damit seine Beine zu geben. Und ich bin natürlich auch in einer, gehen wir nochmal ran, in einer ziemlich sensiblen Position auch, wenn ich da hingehe. Da möchte ich natürlich auch nichts riskieren. Ist aber schon tausendmal besser. Also am Anfang konnte ich nicht mal die Vorderbeine anschauen und er hat echt schon gestampft. Es ist immer noch nicht ganz in Ordnung für ihn. Also dann brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, bis wir das entspannt machen können. Prima. Aber das Drohen hat fast ganz aufgehört, wenn ich da hingehe. Jetzt müssen wir einfach üben, dass er merkt, dass nichts passiert und dass ich da total in seinem Tempo vorgehe. Genau, das machst du schon mal ganz schlau. Ganz schlau. Bisschen angespannte Situation hier noch zwischen uns. Fein. Super, schon eine deutliche Verbesserung. Okay. Als nächstes übe ich das Hochheben und ich werde auch am Vorderbein das ein bisschen mit dem Seil machen. Dann habe ich auch nochmal geübt, mit einem Gegenstand da zu berühren. Super. Und dann kann ich nochmal schauen, wie es ist, wenn ich einfach auch dann was anfrage an dem Bein. Super. Dann übe ich auch wieder mit beiden Händen hinzugehen, den ganzen Seilen. Super. Macht das sehr, sehr gut. Super. Das wird noch unsere Lieblingsübung. Das wird noch ganz spitze. Sehr gut. Finde natürlich ein bisschen komisch. Super. Das war so ein Mix aus Heben und Stampfen. Und jetzt frage ich ihn einfach, super, ob er es nicht anheben könnte, wenn ich da ein bisschen, super, danach anfrage. Fein. Kleine Pause, da muss er viel nachdenken. Aber schon mal schön, dass er so ein bisschen bei mir nachfragt. Sehr gut. Super. Er ist ein sehr leichtes Pferd, da brauche ich gar nicht viel Druck mit dem Seil. Nicht schlimm, nicht schlimm. Super. Wenn er jetzt arg viel dabei gehen würde, würde ich ein längeres Seil nehmen, dann muss ich da nicht so mithinken, aber das ist eigentlich ganz passend. Super, weil es schön dick ist. Das ist auch nicht so ungemütlich wie so ein dünnes. Super, jetzt hat er ganz toll nachgegeben. Jetzt fand ich es auch weniger stampfig, sondern mehr mit dem Heben. Bin ich da eigentlich schon mal ganz, ganz glücklich damit. Andere Seite. Super, wieder runterfahren. Genau, wenn er wackelt, bleibe ich dran. Dann mit beiden Händen das Seil hier rum. Sehr gut. Dann üben wir wieder ein bisschen anheben. Ich gehe wieder mit der Hand mit. Super. Wenn ich ein ganz gutes Gefühl habe, drehe ich mich wieder. Es war jetzt komisch, dass ich mich gedreht habe. Und jetzt probiere ich wieder beides zu kombinieren. Super, nicht schlimm. Gut. Fand er jetzt nicht so cool. Ich bleibe locker dran. Sehr gut. Gebe ihm dann aber auch nochmal kurz ein bisschen Freiraum und dann mache ich es nochmal. Das kriegt man schon hin. Gut. Ja, das war so halb gut. Erst ganz gut. Dann hat er gesagt, aber bitte gib's mir wieder. Jetzt habe ich keinen Stress. Ich nehme dir das Bein nicht weg. Es bleibt dran. Wir machen es einfach nochmal. Bis er ein bisschen besseres Gefühl hat. Super, das fand ich jetzt schon nicht schlecht. Bisschen doof ist noch. Hm? Gut, alles gut. Und nochmal. Jetzt ist er wieder so ein bisschen steif. Ja, super. Wieder ganz locker dran. Das ist einfach eine Gewöhnungssache jetzt, dass er jedes Mal merkt, super, prima, ich mache es in seinem Tempo, ich übergehe nicht, aber wir müssen es auch üben. Okay? Man kommt auch manchmal in Sachen, die ein bisschen unangenehmer vielleicht sind. Gut, fand ich auch nicht schlecht. Super, weil er es lang gehalten hat. Es war eine ruhige Bewegung, kein Stampfen am Ende. Gibt auch wieder ein Päuschen. So, jetzt machen wir noch hinten. Hinten habe ich ja auch schon mit dem langen Stöckchen berührt.
Ja, ich weiß. Und jetzt machen wir das auch mit dem Kurzen. Das heißt, ich will mich auch nähern. Also angefasst habe ich ihn so bis hier. Genau. Und da hinten bis jetzt nur mit dem Stock, also nicht mit der Hand. Und jetzt checke ich das einfach schon mal ab. Genau, prima, wie es ist mit dem Stöckchen. Ich nehme da auch mal die festere Seite, die klonkt dann auch mal. Ob er da jetzt irgendwie einen arg reaktiven Tag hat, aber ist schon deutlich besser. Brav, Bauch habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Sehr gut. Und dann mache ich das mit der Hand. Gehe ich halt langsam hier immer mehr runter. Gut, super, ist cool. Der kann sich jetzt gerade auf was anderes konzentrieren. Ist auch immer gut, wenn sie auch woanders hingucken können, dann kann es nicht so schlimm sein. Super, gehe schon mit der Hand da so ein bisschen hin. Prima, dass ich ihm einfach da auch langsam näher komme. Also da hebe ich jetzt noch keine Hinterbeine. Safety first. Super. Aber ich fange halt an, immer mehr abzustreichen, auch mal an die Innenseiten zu gehen. Da sind sie auch manchmal sehr empfindlich. Brav, gut. Super. Ganz runter gehe ich erstmal noch gar nicht. Prima. Weil da bin ich mit dem Kopf so nah am Hof. Schlimm, das machst du ganz spitz. Super. Für Spirit ging es dann auch ins Hängertraining. Wir haben ja schon mit dem großen Hänger, wo man einsteigt und nicht über die Rampe geht, geübt. Und jetzt haben wir nochmal diesen Zweierhänger in die Halle gestellt, dass wir da einfach diese Version vom Hänger nochmal üben. Und er war am Anfang nicht ganz so begeistert. Ich habe euch das stark zusammengeschnitten, weil es einfach zu lang gewesen wäre. Aber wer sich an das erste Update erinnert oder das zweite, ich weiß schon gar nicht, wo er als den Hänger gesehen hat, sich gleich losreißen wollte, war das natürlich schon mal ein deutlicher Fortschritt, dass er nur so ein bisschen weggeguckt hat, nicht hin wollte, rückwärts gegangen ist. Und ich habe es dann einfach immer Schritt für Schritt gemacht. Immer wenn ich so einen kleinen Meilenstein hatte, dass er ein bisschen weiter rein war, bin ich weg vom Hänger. Wenn er zurückgegangen ist, wieder kein Thema, kann er machen. Dann habe ich aber natürlich geübt, dran zu bleiben, dass er auch nicht so rückwärts ruckt. Und ihn dann halt immer ganz arg gelobt, wenn er sich da ein Herz fasst. Und man sieht es ja jetzt auch hier, dass er wirklich sich ein Herz fasst. Er ist da noch sehr unsicher, aber er hat es total schön für mich gemacht. Ich habe ihm dann auch da was zum Fressen gegeben. War auch schön, dass er das Futter angenommen hatte, auch wenn er nicht ganz sicher war. Und so war ich auch schon mega zufrieden für unsere erste Einheit am Zweierhänger. Und hier seht ihr dann, wie das zwei Einheiten später aussah. Wir haben es auch dann schon draußen gemacht, einfach da ich da keine Sorge mehr hatte mit dem Losreißen. Und er ist da schon total schön rein. Da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel hinten berühren und Hinterhufe geben gemacht habe, habe ich noch auf die Stange verzichtet. Aber er hat gelernt, toll zu warten und mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden. Spirit und ich haben ja in den letzten Wochen viel frei gearbeitet, dass wir uns einfach ein bisschen kennenlernen und eine Verbindung aufbauen. Jetzt habe ich viel geübt, auch mit anderen Gegenständen, über Stangen laufen und so Zeugs oder mit anderen Sachen berühren. Man sieht immer noch, er hat da schon manchmal noch seine Meinung dazu. Aber deshalb üben wir das ja. Und ich darf auch schon viel mehr als am Anfang. Am Anfang habe ich ja auch mit den Hufen ganz arg aufgepasst, mit dem Anfassen. Deshalb habe ich ja auch erst so viel freigemacht, dass wir uns irgendwie mal ein bisschen kennenlernen, weil er ja auch teilweise da ein bisschen gestampft hat oder ihm das einfach noch nicht so recht war. Aber jetzt darf ich viel mehr und habe auch nicht das Gefühl, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann latzt er mir eine. Und man sieht auch, das mag ich auch sehr an ihm, dass er total schnell dann, auch wenn er es kurz ein bisschen strange fand und wie gesagt auch gestampft hat, gewöhnt er sich dann voll schnell an so Sachen. Ja, dadurch, spitze gemacht und jetzt trappen an. Wirklich? Spitze, super. Genau, und das mag ich einfach an ihm. Er kommuniziert halt so klar, aber ist dabei nicht kopflos. Also ich kriege es dann total schnell schön hin. Ne? Und er darf ja stampfen, ist ja okay. Dass er das vielleicht am Anfang nicht so cool findet. Aber dann ist ja wichtig, was wir draus machen. Prima. Spitze. Jetzt probieren wir das Gleiche ein bisschen weiter hinten.
Weil an den Hinterbeinen ist ja noch so ein bisschen empfindlich. Gute. Schauen wir mal. Genau. Ganz toll. Das findet ihr noch ein bisschen straight. Super. Nicht schlimm. Da laufe ich mal so ein bisschen mit. Und dann können wir mal gucken, wenn es da so ein bisschen hinten runterhängt. Krass, wie ihr das findet. Schön raus. Ja, genau. Findet er ein bisschen komisch. Zieht den Arsch ein. Aber finde ich, hat er gut reagiert. Er hat abgewartet. Ja, auch in der flachen Kette ist natürlich ein bisschen komisch. Prima. Das üben wir jetzt einfach. Das sind jetzt einfach so die Desensibilisierungssachen, die wir jetzt in den nächsten Wochen machen. Auch bevor ich ihn anreiten werde. Prima. Dass er da einfach mit den ganzen Sachen nicht überfordert ist und es auch okay ist für ihn, die verschiedenen Berührungen und so weiter. Ja, gut, war gar keine so eine krasse Reaktion. Ja, ein bisschen. Dann gar nicht schlimm. Gucken wir das an. Wie gesagt, das könnte ja auch ich mal sein, die runterfällt. Und dann wäre es cool, wenn das Bild gelernt hat, nicht nachzutreten. Na, jetzt nehmen wir das Lange noch dazu. Das jetzt hier nur das Kurze. Und das Lange geht nämlich auch mehr an die Hinterbeine. Und das könnte nochmal spannend sein. Ja, weil das Kurze haben wir jetzt ja schon. Ist ja schon richtig mutig. Ja. Ganz schön mutig. Das legen wir mal nach da vorne. Jetzt, genau, jetzt komisch. Jetzt kommt nämlich das. Das ist noch größer. Super, genau, prima. Ich warte immer, bis er steht. Dann kann man es nochmal wegnehmen. Prima. Auch hier, da gehe ich einfach ganz locker mit. Super, genau. Sehr gut. Da, wenn er steht, kann es wieder wegnehmen. Prima. Kann ich kurz ein bisschen hirnen. Und dann machen wir das nochmal. Da muss er sich jetzt einfach an viele verschiedene Dinge gewöhnen. Ich finde es aber total krass, wie gut er das macht. Ja. Könnte man sich auch eine krassere Reaktion vorstellen. Sehr gut. Das nehme ich. Das wird nämlich jetzt immer mal wieder an die Hinterbeine gehen, an die Flanke. Und das ist beim Spirit noch auch eine Stelle, wo er schnell mal den Hinterbein ein bisschen ausfeuern kann. Und dann kann ich das da auch nochmal super üben. Gerade wenn ich jetzt, vielleicht nicht bei der Antonia, aber hier, wenn man hier eine Wendung macht, dann kann gut sein. Ja, super, dass sich das Ding anders bewegt und dann mal in die Hinterhand kommt. Sehr gut. Mach es nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr an den Hinterflossen. So. Ja, super, da ist doch spitze. Genau, gut. Und dann ist die Frage, was er macht. Wenn er sich zu mir dreht, völlig in Ordnung. Er darf anhalten und weiter. Jetzt wird es auch schwierig, weil es ist so ein bisschen unter ihm. Gut. Gut. Jetzt ist auch komisch. Sehr gut, weil es unter ihm runtergefallen. Aber cool, macht er gut. Findet es schon ein bisschen komisch. Also geil ist es jetzt noch nicht. Warte, wir können vorwärts drüber. Sehr gut. Aber ich finde, er ist sehr gesetzt und macht das spitze. Zeig mir ihm, was runtergefallen ist. Super. Und dann darf es wieder drauf. Es soll jetzt nämlich für ihn keine Plage sein. Ich will mir nicht einfach so 1000 Sachen auf den Rücken legen und sagen, komm klar. Deshalb machen wir das ganz ruhig. Er darf immer anhalten. Ich schaue, dass es für ihn okay ist. Aber ich will natürlich auch damit was üben und auch ein bisschen hinten desensibilisieren. Und das mache ich natürlich lieber mit einer Matte wie mit meinem Gesicht. Okay. Super. Und nebenbei hat man auch schon mal fürs Anreiten ein bisschen geübt, weil er ja die Sachen von oben sieht oder halt von rechts und links und damit verknüpft, dass es auf ihm drauf ist. Dann bewegt sich das ja und eben die Hinterbeine. Ja, gut. Super. Das war gut. Jetzt kam es nämlich auch wieder unter ihm und zwischen ihm. Prima. Und das kann sich natürlich da mal mit den Matten unter seinen Beinen verkeilen und so weiter. Und dann kann das schon auch mal gruselig sein, auch für ein, ich sag jetzt mal, ein normales Pferd. Super, macht aber krass gut. Sehr gut, weil das kennt jetzt noch nicht da hinten. Wenn ich jetzt antrabe, jetzt gucken wir mal. Okay. Das dann ist. Wow, gut. Spitze auch, wenn er unsicher wird, dass er dann durchpariert und mich so ein bisschen anguckt, darf er dann auch jederzeit. Er ist natürlich noch nicht entspannt, aber komm. Sehr gut.
Ja, gut, auch da. Sehr gut, super. Es kam jetzt ins Rutschen. Wir haben auch das Einparken angefangen fürs Anreiten und da kann man auch nochmal gut desensibilisieren und Berührungen und so weiter machen. Das haben wir von der Bande aus gemacht. Ich weiß, nicht so elegantes Bild. Und zwar Spitze. Es ist schon mal gut, weil jetzt bin ich hier oben. Das war schon mal das erste Komische. Prima. So, jetzt kann man, ja fein. Schon verstanden, ja? Komm. Süß, das ist meine Hand, genau. Komm. Findest du das komisch? Gut, süßer. Komm. Ja, prima. Sehr gut, du bist auf dem richtigen Trichter. Weil da sieht man ja schon, das findet er schon ein bisschen komisch, die Bewegungen von oben. Ich kann dir auch ein bisschen helfen. Gehen wir da rüber. Super. Super, sehr gut. Und natürlich, wenn ich ihn da auf der anderen Seite berühren will, dann nehme ich auch Stöckchen dafür, weil jetzt hat er schon eigentlich ganz gut verstanden, ne, dass ich ihn so ein bisschen abholen will. Okay, dann frage ich da nochmal einen Schritt vor. Das ist eine super Übung, weil ich bin hier relativ sicher auch und habe halt einfach ganz easy, das kann ich das üben, den überall zu berühren. Hier oben, super, dann kennt er schon, hier die Hinterhand herzunehmen. Und wenn er mal weggeht, ist nicht schlimm, komme ich von der Seite, schiebe ihn da wieder rüber. Ups. Ja, Spitze, super. Und mal ein bisschen hier auf den Rücken. Wow, toll ausgehalten, er fand es schon strange, aber hat es toll ausgehalten. Super. Prima. Das fand ich schon richtig spitze. Kein Problem, darf er auch weg. Das war ja auch schlau. Jetzt machen wir natürlich nochmal her. Eigentlich wollte ich ja noch gar nicht weg. Aber er darf sich natürlich auch kurz eine Auszeit nehmen. Er macht das ja auch super höflich. Ja, jetzt versteht er auch schon besser, wo er hin soll. So ein Schrittchen vor wäre noch cool. Komm. Wow, wie toll du bist. Super, dann komme ich auch schon richtig schön da an den Rücken. Am Anfang wollte er mir das nicht so geben und hat sich dann immer gedreht, sobald er weiter nach vorne ist. Aber merkt, er wird da etwas sicherer und akzeptiert es da. Oder was heißt akzeptiert? Traut sich halt ein bisschen mehr. Spitze. Kann ich wieder mit meinem Füßchen. Wow. Ach, der Wahnsinn. Ist gut, weil er guckt gerade nach was anderem. Das ist ja für mich auch das Zeichen, dass es nicht so schrecklich ist, was ich mache. Wahnsinn. Kann ja aufsteigen fast. Super. Toll. Er hat noch sein Beinchen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, angewinkelt. Also ich finde es natürlich noch komisch. Aber prima. Weil das Bird ist ja einer, der zeigt es schon, wenn es ihm nicht passt. Also da muss man nicht so viel Sorge haben, dass er versteift und alles über sich ergehen lässt, sondern der kann dann schon mal stampfen oder weggehen oder prusten. Super, jetzt machen wir noch hier das Bäuchle, das ist ja auch dann oft sehr sensibel. Wahnsinn, super. Das war richtig spitze. Richtig schlau. Magst du einen Keks? Ja, das ist was. Schau mal. Es wird immer erst getestet, das ist mein Handschuh. Genau, das ist das Futter. Er ist noch nicht so erfahren. Futtererkennung. Fein. Auch gut, dass er Futter hier annimmt. So schlimm ist es nicht. Wieder sind ein paar Tage vergangen. Wir haben an den Hufen weitergemacht. Und zwar natürlich ganz normales. Ja, Entschuldigung. Ganz normales Aufheben. Und auch da ein bisschen weiterführen. Mal für Osteo und so weiter, dass man auch den Huf da nach vorne rausgeben kann. Sehr schön machst du das. Ja, ja, schön halten, prima. Oder auch für den Hufbock brauchen wir das ja. Toller. Sehr schön, fein. Und wieder ab. Dann haben wir natürlich auch die Hinterbeinchen geübt oder weiter geübt. Jetzt auch mittlerweile ohne Seil. Kommen Sie. Sehr gut, genau. Und die auch gut nehmen kann, nach hinten. Ich weiß, da hat manchmal noch so ein bisschen Balance, glaubt, Themen auch. Nach vorne, sehr schön. Das machst du ganz toll. Spitze. So. Okay. Sehr gut gemacht. Super. Und nach vorne raus.
Sehr gut. Und wieder zurück. Brav. Und dann noch dein Hinterbein. So, dieses hier. Ja, fein. Ja, gut. Super. Oh, ist noch ein bisschen schwer. So, gut. Muss man manchmal warten, bis er ein bisschen die Balance hat. Ich weiß. Schön austarieren. Gut, da hebe ich ihn auch nicht fest, sondern ich gehe mit. Prima. So, jetzt haben wir schon mal geübt, mal diese kleinen blauen Dinger auf dem Rücken zu haben. Jetzt schauen wir mal, was er hierzu sagt. Gut, brauchen wir erstmal nicht. Nehmen wir mal hier dieses Pad. Erstmal ist ja wieder ein ganz anderer Gegenstand. Sehr schlau. Ist ein bisschen komisch, gell? Mal üben, dass er ein bisschen hinterherläuft. Fein. Sehr schön. Das ist jetzt das erste Mal, dass er das Ding hier sieht. Prima. Sehr gut. Super. Gut. Und dann geht es auch wieder weg. Wenn er das brav macht, komm. Dann kann er hinterher. Sehr schön. Brav. Bist du schlau? Sehr gut, dann machen wir das nochmal von der anderen Seite. Super. Dann legen wir es mal drauf, so wie beim blauen Ding. Das ist manchmal sogar noch angenehmer, weil es sich nicht ganz so viel bewegt. Und dann darf es mal ein bisschen tragen. Sehr gut. Es liegt ja an sich sehr ruhig auf dem Rücken, zumindest im Schritt. Das sind ja die Strupfen, die ihn da auch ein bisschen am Bauch berühren, was aber natürlich eine super Übung ist. Oh, ist ein bisschen komisch. Sehr gut, weiter. Bravo. Jetzt fällt es gleich runter, mal schauen, was er macht. Ja, das fand ich eigentlich eine ganz gute Reaktion. Einmal nachgetreten, aber nicht so arg. Nicht großartig erschrocken. Er kennt es ja, wie gesagt, schon ein bisschen von diesen blauen Dingen. Es hat aber eine andere Form und natürlich auch ein anderes Gewicht. Schon ein bisschen Eigengewicht. Super, hat er sich schön aufmachen lassen. Moment. Ich wollte diese Seite. Sehr schön. Jetzt üben wir wieder hier, dass er da schön mitlaufen kann. Super. Okay. Trab nochmal an. Hui. Gut gemacht. Super. Jetzt kriegen bestimmt ganz viele Leute wieder oder stellen sich die Frage, ob es jetzt schlimm ist, dass wenn er mal ein bisschen hüpft, dass es runterfällt. Nein, nein. Er lernt dann nicht irgendwie Sachen runterzubocken. Ich mache es ja immer wieder drauf. Komm. Okay. Prima. Genau. Sehr schön. Das Wichtige ist ja nicht, dass er lernt, dass er Sachen nicht loswerden kann, sondern dass es erst gar nicht so schlimm ist oder gar nicht so gruselig ist, dass er überhaupt bocken muss oder sowas. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich selber erschrocken. So, was umgefallen. Prima. Ist ein bisschen eklig, gell? Gut gemacht, sehr schön. Und es fällt ja auch runter, wenn man nicht bockt. Gut. Ja, guck, wie schlau das schon war. Sehr gut. Das war doch toll. Sehr gut. Brav. Super. Komm. Jo, fein. Und, komm. Hopp.
ihn. Ja. Ja. Juppa. Brav. Fein. Schauen wir mal so. Wie rum denn? So rum. Sehr gut. Super. Prima. Spirit. Das machst du jetzt schon toll, gell? Spitze. Kann ihn auch belohnen. Du kriegst auch mal ein Futterle, gell? Du kriegst doch mal ein Futterle. Ja, fein. Und jetzt schauen wir mal. Berührung am Bauch haben wir schon gemacht. Auch beim Putzen und alles. Super. Jetzt können wir mal anfangen. Ich mache meine andere Seite fest. Und auch mit dem Gurt. Das Schwierigere ist natürlich, wenn man den Gurt dran hat, dass man den Gurt dran hat, eben diese Enge. Das Leichtere ist natürlich, dass die Sachen, die auf seinem Rücken sind, nicht mehr so komisch wackeln. Genau. Jetzt hat er erstmal einen Gurt im Ellenbogen. Super. Fein. Das ist immer seine Reaktion. Einmal entweder vorne stampfen oder hinten. Gut. Das ärgert dich jetzt mit dem Gurt. Ich weiß. Was Neues. Brav. Aber süß, wie er immer wieder herkommt und mich im Rad fragt. Jetzt fällt es vielleicht auch gleich wieder runter. Das hast du aber auch super gemacht. Komm, ein bisschen mit. Sehr schön. Oh, richtig gut eingepackt. Super. Super, schön warten. Stopp, warten. Sehr gut. Jetzt geht's ans Vorderbein wieder, der Gurt. Super, gut. Ja, am Ellenbogen. Gut, super. Du musst wieder warten. Feiner. Gut. Das ist noch ein bisschen komisch hier, gell? Bravo. Jetzt kann man es einmal zudrücken. Sehr schön. Super. Und wieder aufmachen. Komm. Sehr gut gemacht. Prima. Schlau. Jetzt machen wir das nochmal. Einmal unten streicheln. Man sieht immer noch sein Fluchtbeinchen da. Finde ich jetzt schon noch ein bisschen komisch. Dann ein bisschen zudrücken. Das macht er sehr gut mit dem Zudrücken. Da wird er nicht irgendwie fest oder so. Schwieriger für ihn sind tatsächlich die Berührungen, glaube ich. Ja, sehr gut. Und wenn man dann das erste Mal gurtet, sollte man halt so fest gurten, dass falls er bockt oder hüpft oder losrennt, prima. Dass es hebt, aber natürlich auch nicht knalleng. Und ich lasse immer gerne noch die Hand damit drin. Sehr gut. Dann fühlt sich das besser an, weil mit der Hand habe ich schon geübt, da rumzudrücken. Ja, und dann hat man das nochmal so als kleine Unterstützung beim Gurten. Machen wir eins, würde ich hier noch machen. So, sehr gut. Sehr schön gemacht. Jetzt laufen wir mal ein paar Schritte. Wow. Super. Das ist spitze. Ich will, dass er frei sich bewegen kann. Er kann auch zum Ausgang laufen, wenn er meint, die Einheit ist vorbei. Moment. Wir machen noch ein bisschen weiter, okay? Mach noch ein bisschen weiter, komm. Nein, nicht schlimm, nicht schlimm. Da lang. Das ist nicht schlimm. Manchmal noch, wenn man mit zwei Händen ins Gesicht geht, zuckt er noch ein bisschen, aber fein. Das üben wir. Gut, super. Okay. Nicht zum Ausgang, komm. Komm. Brav, mach das. Super. Wälzen tun wir auch nicht. Laute Regeln heute. Komm. Komm, Spirit. Ein bisschen bewegen. Super. Auch wenn er jetzt so ein bisschen sein eigenes Ding gerade macht, ist gar nicht schlimm. Das soll er jetzt erstmal lernen, einfach mit dem Pad obendrauf einfach mal rumzuschlendern. Er ist nämlich irgendwie der Meinung, er ist schon fertig. Schön, auch wenn er es so gut trabt. Ich sage ihm jetzt nur, dass er da weiterlaufen soll.
Prima, macht er total spitze. Hey, bist du wieder am Start? Hey, bist du wieder am Start? Gut. Jetzt machen wir rechts rum noch. Sehr gut. Mini, rechts. Nein, rechts, rechts, rechts. Komm. Rechts. Sehr gut. Super. Das machst du ja ganz, ganz spitze. Also merken wir, für ihn ist das Gurten und diese Enge gar nicht das Thema, sondern eher so ein bisschen die Bewegungen, wenn es mal unvorhergesehen irgendwo lang geht. Sehr schön. Wir waren dann auch im Gelände zusammen unterwegs und da das so super geklappt hat, bin ich dann auch auf den Leo aufgestiegen, habe den Spirit als Handpferd genommen und er war so ein bisschen verwundert, als ich auf einmal auf dem kleinen Pferd saß, aber ja, er hat super gemeistert, auch verschiedene Wege und er hatte, glaube ich, richtig, richtig viel Spaß, endlich mal richtig draußen zu sein.